So. So, was macht die denn jetzt hier? Die ist völlig orientierungslos. Die weiß gar nicht, wie das Leben funktioniert. Hä? Was machst du denn? Dann hat sie eine Idee und lässt sie wieder ablenken. Nee, doch nicht. Und dann hoppelt sie hier rum. Pass auf, jetzt hat sie eine Idee. Hier. Und lässt sie wieder ablenken und läuft wieder zurück. Und dann ist wieder vorbei. Und dann wieder hoppelt sie wieder irgendwo hin und dann hoppelt sie wieder zurück. Sag mal, so. Was wollte ich hier? Ich gehe in die Küche, was wollte ich denn da? Schön. Nein, hallo Jenny, ne? Hallo Jenny, hallo. Zum Glück haben wir den Entsafter noch nicht gebaut. Ich glaube, dann fangen meine Probleme erst an. Ich glaube, dann ist es vorbei. Wenn der Entsafter kommt. So. Ah, sieht auch schon sweet aus. Ist schon süß. Ist schon sehr süß. So. Okay. Ich wollte schlafen gehen. Los, arbeite noch ein bisschen, ne? Ich gehe schlafen. Ach so, ich habe ja mein Bett jetzt nicht mehr unten bei euch. Mein Bett ist ja jetzt oben im wohldekorierten Schlafzimmer. So schön. Warum ist nur eine Fackel an? Oh, warte, noch ein schnelles Abendessen. Ich gönne mir nochmal schnell. So. Ah, gute Nacht. Immer wenn du Entsafter sagst, höre ich den Bär stöhnen. Ja, aber auf die gute Art und Weise. So, ach, das ist das Ding da noch, okay. Oh, ist aber echt schön, ne? Guck mal. Morgens aufstehen, hier erstmal ein Vino. An unserem Witcher-Fenster, das ist schon geil. Das ist schon, also schon nice. Ich finde das gut. Guck mal, Jenny ist auch schon wach. Ich glaube langsam, warte mal, mal gucken, was sie jetzt macht. Besucht sie Funk auf der Gamescom? Nee. Sie trägt ein Holz. Sie trägt ein Holz, okay. Okay. Na gut, wir sollten, ganz kurz, nur mal nebenbei, ich glaube, Tobi wollte auch auf die Gamescom. Das ist hinter Halle 8, wo die Influencer sind. Das ist der Red Bull-Stand einfach. Oh, ein Autogramm bitte. Kann ich ein Autogramm? Kann ich ein Foto? Kann ich ein Foto machen? Oh, ist das schön. Oh, wie gut. Okay. So, ja, das ist, ja. Ich glaube, das. Weißt du was? Ich glaube, das machen wir wirklich so, als dass der Red Bull-Stand hier einfach. Da kommen die ganzen Influencer einfach später rein, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, einfach. Sehr gut. Nein, Tobi brauchen wir immer noch, aber wir haben keine Slots mehr frei, leider. Tobi, ich bin ganz ehrlich, Tobi war die Freude meines Lebens, den hier rumlaufen zu sehen, immer. Hä, was war das denn? Jenny? Das ist mein Haus! Was machst du da? Jenny? Steht die da oben und wackelt mit dem Po vor meiner Haustür? Es gibt Schlimmeres, aber... Ich frag mich ja nur, der Putzi kommt vorbei, was macht... Oh nein, die tun jetzt alles in die Eierkiste, ne? Weil wir keine Truhe hier vorne haben. Die tun alles... Ach, sie freut sich einfach nur. Ach, gucke. Die freut sich einfach... Oh Gott, das ist... Das ist schon süß. Das ist schon sehr süß. So, aber das hier ist natürlich doof. Jetzt packen wir das Holz hier rein. Ich glaube, wir sollten... Wir sollten noch eine Truhe hier unter die Treppe packen, oder? Ich halte das für eine gute Idee. Da können wir ruhig... Ja, ich weiß nicht, Steinfundament geht hier nicht, überlappt ein anderes... Achso, geht. Sieht komisch aus. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich würde dann hier einfach eine Truhe hinstellen. Muss ja eine Eisen... Ich glaube, eine Holztruhe reicht, ne? Ich glaube, da reicht eine Holztruhe. Ich muss da jetzt kein Eisen rausschmeißen. Verbrenn Eisentruhen weniger bei einem Angriff.
Ich meine, da ist immer ein Eisen drin. Also ich weiß nicht genau. So. Dann kommt die Truhe da rein und dann liefern die direkt da rein, oder? Und dann haben die den Weg nicht mehr so lang und es klappt. Wunderbar. Und wir können theoretisch... Wir könnten theoretisch auch noch sagen, weste was? Hier. So. Und hier. Entschuldigung. So. Das ist der Aufstieg dann einfach. Die Treppe müsste auch noch aus Stein eigentlich. Ich hoffe, die kann ich da jetzt hinbauen. Überlappt ein anderes Objekt. Ach so, das könnte aber wegen Pan sein. Warte mal. Nein, es ist die Truhe. Ah, cool. Cool, 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 cool. Oder der Boden vielleicht. Vielleicht ist auch der Boden. Wir werden es gleich herausfinden. Ich glaube, es ist der Boden, oder? Ah, shit. Ich muss alles nochmal machen. Okay, also nochmal. Warte, warte. Nein, jetzt geht das nicht mehr so gut. Nein, das kriege ich nicht mehr so gut hin. Nein! Es hat so gut funktioniert. Nein. Wieso geht das nicht mehr? Ach, ich habe Dach gebaut. Ich Vollidiot. Ich habe ein Dach gebaut. Warte. Hier. Steinfundament. Ja, jetzt geht's viel besser. Ja, ich bin leider dumm. Das darf man halt nicht vergessen. Ich bin leider dumm. Deswegen mache ich dumme Sachen. So, jetzt bringe ich alle wieder nach oben. Sehr schön. So. Upp. Und hier. Und dann hier aber eine Truhe rein. Aufbewahrung, Holztruhe. So. Und damit fangen wir dann quasi alles ab, was sie nach oben reinbringen wollen. Und wir können dann hier die Truhe einfach ausräumen. Immer mal wieder. Und oben rein sortieren. So. Und theoretisch, wenn wir es wollen, können wir... Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, Treppen kann ich nicht hinbauen, weil da sind ja Treppen auf der anderen Seite. Schade. Weißt du, was ich hätte machen sollen? Da das ja alles aus einem Bau ist, hätte ich hier die Treppe wegmachen sollen und einfach da das Fundament weiterbauen. Das müsste halt auch gehen. Dann wäre alles aus einem Guss. Im Grunde genommen. Und wir hätten theoretisch eine Tür reinmachen können. Mann, ich mach immer den gleichen Fehler, ne? Warte, 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 hier. So. So, das sieht schon mal gut aus. Dann, nee, nicht Steindach, sondern Steintreppe. So. Jo, das passt super. Ist wie bei Minecraft, man darf keine Angst haben, mal was kaputt zu machen. Aha. Okay, warte. Ist das auch wieder? Ja, ist auch wieder so. Okay. Das Bausystem hat noch so ein bisschen seine... Das Bausystem hat noch so ein bisschen seine Schwächen. Aber ist okay. So, Steintreppe. Jetzt geht's. Und auf die andere Seite können wir eine Tür machen. Erstmal eine Truhe. Eine Truhe. Aufbewahrung. Da. So. Und dann eine Tür. Wenn wir es denn wollen. Brauchen wir nicht unbedingt, aber können wir machen. So. 2 Stunden später. Ja, aber dafür ist ja auch gut dann, ne? Das Bausystem ist noch ein bisschen wild. Ja. Wir reden mal nicht drüber. Die Steintruhe sieht ziemlich cool aus. Ich wünschte, da würde jetzt ein Dungeon runtergehen. So, warte.
Das Bausystem ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ich hoffe, wir können jetzt eine Kuh noch trotzdem reinbauen. Junge, 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 Junge. Was für eine Geburt. Es gibt Dungeons. Ja, ja, ich weiß, aber ich wünschte, dass hier eine Tür... Da ist aber... Hier ist aber... Was? Das war doch gar nicht die Frage. Hä? So. Das sieht aus... Das sieht aus wie so ein geheimer Schatz irgendwie. Leider ist da nur Scheiße drin, aber irgendwie ist das wie so ein Geheimschatz. Das ist schon ganz cool. Okay. Wir müssen den Rest dann noch aus Stein machen. Also unten zumindest. Okay, 7 Holz. Ganz ehrlich. 7 Holz verschrotten. Leichteste Übung. So, willst du was essen? Dann noch ganz kurz gucken. Gamescom ist wieder überfüllt heute. Ganz kurz noch gucken. Wir haben noch einen Slot frei. Wen würde ich denn mitnehmen? Wen wollte ich denn mitnehmen? Soll ich noch jemanden trainieren? Blitzschnell. Lässt ihn mal später wieder mit. Soll ich noch jemanden trainieren? Ich überlege gerade. Irgendein Special. Also irgendein Special-Viech vielleicht. Lady Astraya haben wir dabei. Wenn der explodiert, ist er dann out of order? Ich würde das gerne mal sehen, wie das funktioniert. Weißt du was? Ich nehme mal mit, just for fun. Toko Toko. Handschuh benötigt. Haben wir natürlich noch nicht. Flima. Alter Deutschland-Fan. Mit dem Deutschland-Schnabel. So, sehr gut. Okay. Ich würde mal gucken. Das Spiel macht wirklich Backups vom Spielstand. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt vorhabe. Ich würde gerne noch. Also erstmal würde ich gerne das Dungeon auf der Map markieren. Das erste Dungeon, das habe ich nicht gemacht, ne? Das war hier. Und dann hatten wir noch eins gefunden. Ich weiß aber nicht genau, wo das war. Warte mal, wir sind hier runtergekommen und ich glaube, hier müsste es gewesen sein, ne? Marker. Hier, Dungeon. Das nehme ich als Dungeon-Symbol. Ei ist fertig. Ja, können wir auch nochmal schnell gucken. Ich überlege jetzt nur gerade, wo ich hinlaufe. Ich würde gerne noch ein bisschen... Würde gerne noch ein paar Bälle schmeißen. So. Das letzte Ei von hier. So. Wen haben wir denn da? Wow, okay. Krass. Aus dem normalen Ei? Ist cool. Ja, ab sofort sind wir eierlos. Was soll ich sagen? Sind alle geschlüpft. Relativ erfolgreich aber. Wir haben ansonsten, ich guck mal ganz kurz, wir haben noch... Haben wir dabei? Haben wir dabei? Haben wir dabei? Haben wir auch dabei? Sehr gut. Kuro ist auch dabei. Bei Flima würde ich gerne mal gucken, was der so drauf hat. Ich gehe mal ganz kurz eben wieder so Lushis Dingens sammeln. Nur mal so zum Testen. Mal gucken, was Flima so kann. Nicht explodieren, nicht explodieren, nicht explodieren, nicht explodieren. So. Ach, das ist Wolle. Ich Idiot, wollte mir die Muskete bauen, ne? Ich wollte mir die Muskete bauen und ich habe alles gemacht, aber keine Muskete gebaut. Wer war das? Wer hat den gerade elektrisiert? Hä? Okay. Das wollte ich nicht. Pan war das? Okay. Okay.
Ja. Ich glaube, wir sollten auf den Bogen schalten. Säureschauer gelernt. Pan hat gerade Säureschauer gelernt. Ja. Sag mal. Ich kann nichts mehr machen. Okay, gut. Wie soll ich denn jetzt? Ich meine, das ist gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber ein bisschen schwierig. Den Typen würde ich gerne einsammeln. Wir haben noch die gelben Bälle jetzt, ne? Den Veteranen würde ich gerne einsammeln. Die Bälle sind aber zu Hause, aber das machen wir mal. Wir machen mal eine Menschentour. Schwein gehabt. Schwein gehabt. So, sehr gut. Da oben geht's nirgendwo. Guck mal, das ist eine Ruine. Weißt du, was ich mal kurz mache? Wo ist er? Hier. Lass mal kurz gucken. Ich flieg mal eben ganz kurz nach oben auf die Ruine. Weil irgendwie ist da mal Stuff drauf. Hier ist Erz. Cool, 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 cool. Da sind zwei Cutsies. Das ist mir aber egal. Oh, shit. Warte mal kurz. Ich war zu überambitioniert. Ich starte mal wieder zu hoch auf der Leiter. Warte mal. So, Kini, ich weiß. Yo, hallo. Hallo? Sehr gut. Dann gleich mal gucken von hier oben. Da hinten ist noch ein Ei. Das können wir brauchen. Da hinten ist das Dorf. Was für eine gute Übersicht man von hier aus hat. Hier ist der erste Turm. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da hinten ist der zweite. Können wir sonst noch irgendwo hin? Ich sehe sogar mein Bett von hier hinten. Cool. Da ist ein Ei. Da drüben ist ein Ei. Das holen wir uns auch. Okay. Chickies haben wir genug. So, warte. Ich gehe mal kurz so hin. Ja, wir brauchen neue Eier. Ich habe das Ausbrüten macht mir irgendwie mehr Spaß, als ich dachte. Weil man halt nie weiß, was drin ist. Oh nein, jetzt bin ich Lootboxen gefährdet. Oh no. Da ist es. Okay. So. Okay, und von hier aus, ich düse mal wieder darüber, ne? Wo ist er denn? Hallo? Komm mal ran. Hä? Was ist mit dir? Ich will fliegen. Du kannst fliegen, du kannst rüberkommen. Sie sind ein bisschen herausgefordert mit der Realität. Ich weiß ja auch nicht. Was ist da unten? Was blinkt denn da unten? Ach, eine Truhe. Klar. Klar nehme ich die mit, wenn ich muss. Aber die blinkt. Was? Irgendwas. Ich habe eine Pelzsphäre gefunden. Okay, ah ja, okay, eine Pelzsphäre. Na gut. So, noch eine und ein Stahlschlüssel. Sehr gut. Okay, warte. Dann einmal hoch. So, ja, wir brauchen wieder viel mehr Geld, ne? Wenn wir uns weitere Dinger kaufen wollen beim illegalen Händler, beim Grauzonenbereich, saftig grünes Jumbo-Ei. Etwas Vitales pulsiert darin. Oh, ich fühle mich so vital. So, die Furks haben wir noch nicht. Warte, die Furks können wir auch noch mitnehmen. Einfach ein bisschen sammeln. So, die Frage ist, die sind Level 3. Mal gucken, wie viel Damage machen wir. Zu viel. Zu viel. Wir machen zu viel Damage. Naja. Okay. Was ist da drüben? Achso, das ist der Wegpunkt. Okay. Ich würde ansonsten nochmal, weil wir es brauchen. Oh ja, die können wir noch einsammeln. Ich würde ansonsten nochmal, weil wir es brauchen. Kurz bei dem anderen Erzding Halt machen. Ich nehme mal den Billo-Bogen, ja?
Also Billo. Warte. Und dann bitte Angriff einstellen, bitte. Shit. Eines Tages schaffen wir es. So, das sind gleich zwei von denen. Oh shit. Oh. Yo, das haben wir mitgenommen. Wie trifft ihr mich denn? Ich bin noch hinterm Baum. Okay, ausweichen muss ich. Sag mal, Pan, geh doch mal. Richtige Bethesda-NPCs. Pan! Pan! Okay, warte. Noch mal rein da, komm. Noch mal rein da, komm. Okay. Okay, ich bin ehrlich, die rumfliegenden Pals sind ein bisschen nervig. Die sind ein bisschen nervig. Die fliegen einem echt gern vor die Flinte. Das Problem hatte ich mit den drei anderen auch schon, deswegen habe ich die abgesägt und habe die nicht mehr mitgenommen, weil die immer, also du hast halt nichts mehr gesehen bei drei fliegenden Viechern. Das ist ein bisschen störend. Langsam gewöhne ich mich ans Ausweichen. Ich habe es jetzt auf der Leertaste, ist noch ein bisschen Ungewöhnung und ich wollte eigentlich auch mal gucken, wie man mit dem Gamepad spielt, ne? Weißt du was? Ich guck mal, ich lebe mir mal ein bisschen mehr zurück. Jetzt brauche ich Tastatur nicht mehr. So, warte. Ah. Mal ein bisschen. So. Gucken wir mal. Das Ausweichen. Zielen. Okay. Mag die Gamepad-Steuerung. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So. Hab mir Ausweichen auf Q gelegt und die Pokebälle auf Steuerung. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Oh, hä? Hä? Wie? Okay, ich gehe mal kurz auf Tastatur. Oder? Ich weiß noch nicht genau. Ich kenne die Steuerung. Achso, warte mal. Ach, die Steuerung ist ja jetzt einfach komplett umgestellt. Das heißt, ich kann jetzt quasi Kollege rufen. Ich sollte vielleicht vorher nochmal, ist ein Level 20er, ich sollte vorher vielleicht nochmal kurz auf hier Dingens wechseln. Ich hoffe, das geht. Littlefoot. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich mit Gamepad die Dinger werfe. Und vor allen Dingen müssen wir noch greif denselben Gegner an. Das wäre noch ganz gut. Was denn? Komm, ich probier nochmal. Ich mach nochmal ganz kurz eben aus Gewohnheit. Warte. Ich mach nochmal eben ganz kurz aus Gewohnheit. So. Boah, Junge. So rumzulaufen. Den kriege ich nicht, oder? Der ist zu krass. Oh, was? Hä? Was? Mit 8%? Was? Okay, der Streamer-Luck ist auf jeden Fall Streamer-Luck. Kann nichts anderes sein. Mit 8% gerade gefangen.
Wie kann das möglich sein? Ich hab leider nur die Billo-Kugeln mit. Aber ich habe ja auch nicht mit dem gerechnet. Puh, holy shit. Holy shit. Oh, ich schäme mich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nur ein kleines. So. Junge. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen too much. Ein bisschen überdimensioniert, wie gut das geht. Aber ich bin ehrlich. Fühlt sich gut an. Fühlt sich schon ein bisschen gut an, wenn man das darf. So, da unten ist ein grünes Ding und da drüben ist irgendwo unser Erzlager. Wir brauchen noch ein bisschen Erze. Ach so, liegt das an Elektroschocks von Pan? Wenn die Pan den schockt, ist er bewegungsunfähig und wir können ihn besser einsammeln. Liegt es vielleicht daran? Weil dann dachte ich, dass da neue Prozentwerte stehen eventuell. So, okay. Könnte halt sein, ne? Also könnte wirklich sein. So. Ich gehe mal kurz da runter und sammle mal eben dieses Ding, das grüne Ding ein. So. Okay, das ist super gut, dass wir Pan dabei haben. Sollte ich mir den markieren, wo der war? Der war hier. Hier müsste er gewesen sein. Soll ich da einen Marker hinmachen? Okay, pass auf, ich mache das hier für Boss-Mobs oder für größere Mobs. Und dann würde ich aber, pass auf, dann würde ich den hier löschen. Marker umwandeln in, wie mache ich Dungeons? Dungeons mache ich mal so, ne? Mach ich mal einfach so. Und dann weiß ich, okay, hier ist ein Mob, hier, und dann markiere ich mir alles auf der Karte, was es gibt. Ich hoffe, der merkt sich auch alles. Das wäre gut. Was habe ich mir hier gemerkt? Habe ich vergessen. Ach nee, das habe ich genommen für die Mobs, ne, die ich sammeln wollte. Ich glaube, das hatte ich für Mobs. Ach, das war der Händler. Nee, das war der Händler. Ja, das war der Händler. Ich mache das hier für Mobs. Okay, Händler. Ihr habt recht. Ja, das ist richtig. Das ist faktisch richtig. So, und wir müssen jetzt irgendwie da nach oben. Ich sehe einen Scheiß. Hauptsache, wir können hier mal ganz kurz eben irgendwo zwischenlanden, damit die Energy nicht flöten geht. Warte. Plopp. So. Geil. Ich freue mich voll. Ich freue mich sehr. Das war ein sehr schöner Erfolg gerade. Haben wir hier wieder Bandidos? Nee, ne? So, wir haben wieder Erz. Wir werden sehr viel Erz brauchen und Schwefel auch. Wir müssen in Dungeons dann noch, ne? Okay. Wir müssen dann noch in Dungeons. So. Und wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz eben so ein Dingens hinbaue, ne? So eine Pellbo... Ah ja. Oh, nö. Okay, Steine gibt's hier, Holz gibt's hier, okay. Ich brauche da nur Palladium. Wir müssen mal gucken, wo wir das herkriegen. So, wo ist die? Das ist die Axt. So. Haben wir hier was blau glitzerndes irgendwo? Gibt's hier irgendwo vielleicht ein kleines blaues Steinchen? Wo bist du gerade? Ich bin gerade hier. Hier so. Und wir könnten eigentlich auch mal hier rüber gucken, ne? Was ist denn da eigentlich? Wir kennen die Inseln, wir waren da aber noch nicht. Da habe ich auch mal eine Erzbase. Also unsere erste Erzbase haben wir schon abgebaut. Deswegen dachte ich, guck mal hier rüber. Ich weiß, die respawnen, aber es dauert aber ein bisschen. Und ich würde gerne weiterhin schon mal Barren machen. Um Stuff zu machen. So, da hinten sehe ich was funkeln. Ist aber sehr weit weg. Ich weiß nicht, was es ist, und es ist viel zu weit weg. Es ist sonst wo. Scheiße. Ist egal, dann gehen wir erkunden. Wir finden schon was, dann gehen wir zurück. Ein Depresso, ja. Leider ist es sehr dunkel.
Aber die müssen wir auch sammeln. Alter, was hatten die für einen Angriff? Ich habe sogar extra gerade gewartet. Was ist das da oben? Okay, da komme ich nicht hin. Ich glaube, so einen haben wir schon. So ein Tomboy oder wie er heißt, ne? Okay. Ja, die Pan macht gut Damage. Da will man nicht zwischenstehen. Aber von denen brauchen wir eigentlich auch noch welche. Warte, ich guck mal ganz kurz. Der ist, glaube ich, aggro, oder? Der greift, glaube ich, an. Wir werden es herausfinden. Ja, oh, das ist genau so einer. Okay, aber von denen haben wir, glaube ich, bis jetzt nur einen gecaptured. Und das ist gut, dass wir noch einen gefunden haben. Und da ist auch gleich eine Truhe. Welches Level? 12, Tombat. Mortal Tombat. Oh, shit. Nein! Mann! Kuro! Warum hast du aus dem Leben geworfen? Ich wollte ihn gerade capturen. Oh, shit. Ah, gut, wir kriegen aber sein Ei. Ein Tomboy-Ei. Und wir kriegen noch einen Schatz. Oh, der Kuro einfach... Einfach aus der Existenz befördert. So. Alter Bogenbauplan. Den alten, alten Bogen haben wir immer noch nicht gemacht. Wir haben den Bauplan zwar schon länger. Was ist da hinten? Da will ich mal hin. Da waren wir auch noch. Oh, Alter, hier ist alles so geil, ne? Oh, Alter, der Weltenbaum. Elden Ring. Okay. Warte. Dann wollen wir mal kurz. Einmal kurz rüber. Ich hoffe, wir schaffen die Strecke. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Schaffen wir locker. Da ist ein Wegpunkt. Hervorragend. Ich gehe mal kurz auf Senkflug und dann gehen wir wieder nach oben. Boah, die Ruine sieht richtig geil aus. Junge, Junge. Die sieht echt gut aus. Blue Hobgoblin, Dankeschön. Vielen Dank, lieber Blue Hobgoblin. Danke für die Gift des Subs. Merci. So, warte. Einmal kurz hier. Und dann wieder hoch. Okay, das ist ja auch geil hier. So. Wildhauchinselnkirche. Ah, okay. Schön. Ach, guck mal, das brauchen wir. Ich glaube, das haben wir gesehen. Wollen wir in die Kirche gehen? Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Sieht aus wie eine Falle. Okay, kleine Pellseele, was machst du? Ach, das ist so ein Ding, was wir auch haben. Eigene Fertigkeiten verbessern? Ich meine, benötigt 4. Fanggeschick erhöhen. Machen wir mal. So, können wir gleich nochmal machen. Fanggeschick nochmal erhöhen? Klar. Und jetzt brauchen wir wieder mehr Statuetten. Geil. Pelz verstärken können wir auch. Bei Kuro wird es sich fast lohnen, ne? Ich guck mal kurz, was kriegt denn der dann? Max LP. Ich würde bei dem Angriff eigentlich machen. 3%. Lohnt sich eigentlich schon bei Kuro, ne? Der macht ordentlich Damage. Wobei bei Pan aber auch. Die ist erst Level 15. Und ballert jetzt schon so weg. Okay, ich mach mal. Ich habe nur eine Pellseele dabei, leider. Kuro, bei dir machen wir auch noch. Aber weil wir die Pan passiv dabei haben und die quasi immer dabei ist, ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Wenn man die hochbufft, wenn man die wirklich hochbufft, ich glaube, die könnte ordentlich rasieren als Add halt, ne? Nicht als Mainpad, sondern halt als Add. Das ist geil. Da ist noch ein normales Ei, okay. Ansonsten ist hier oben nur die Kirche. Boah, sieht aber geil aus. Oh. Pan, zeig mal, was du kannst.
Gut, die KI ist, aber das sind gute Sachen, das kann man sich merken. Kann man sich merken, wenn man selber Lager baut. Kann man die KI ein bisschen ausloten, wie die funktioniert und so. Das ist gut. Okay, reicht. Machst du bitte... Ja, danke schön. Danke. Rein mit dem. So. StreamYak hat ein Update. Wollte ich euch nur wissen lassen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, das Service Announcement hier. Gibt's nur hier auf dem Channel. Gern geschehen. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, da drüben. Was ist denn das da drüben? Windstiegkügel. Hat der auch. Der hat auch einen Namen hier, okay. Was ist denn da hinten noch? Da, war da nicht gerade eine Kiste? Da. Hab ich doch gesehen. Da drüben ist das Banditendorf. Da sind wir schon durchgewildert und haben ein Pokémon mitgenommen. Das ist das gewesen, wo die alle Granatwerfer hatten. Da drüben ist ein Ei. Und hier unten war was Grünes, aber ich glaube, das haben wir schon mitgenommen. Wenn das hier war. Oder war das da? Das war da drüben, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ei holen wir uns auf jeden Fall. Und nein, ich habe nicht mal Papagei gebufft. So. Netter Versuch, aber nein. So. Wo ist denn der... Oh! Was machst du denn? Wo ist denn der... Wo war denn nochmal ganz kurz eben... wo ist denn der Wegpunkt? War der da hinten? Ich habe ihn ganz vergessen. Der war doch hier irgendwo, oder? Nachts sieht man ihn besser. Da hinten, um Gottes Willen. Dann lass mal ganz kurz nochmal schnell den Wegpunkt holen. Habe ich vergessen, weil der ist hier ein bisschen versteckt. Ja, machen wir mal schnell. Und dann holen wir uns das Ei. Das war eh nur ein gewöhnliches Ei, aber ihr wisst, aus gewöhnlichen Eiern können auch fantastische Dinge rauskommen. Oh, puh. Knapp. Komm, gib mir XP. Dankeschön. Das war der letzte, den wir brauchen. Sehr gut. Das war der letzte, den wir brauchen. Wir sind bei Level 25. Ein Träumchen. Und wenn die Pan auch nachzieht, das wäre natürlich super. Dann würde die bald richtig ordentlich noch Damage machen. Aber dazu müssen wir noch ein bisschen... Dazu müssen wir sie noch ein bisschen, nach vorne treten. Das Ding nehme ich mal schnell mit, da unten den Popel. Das sieht unwichtig aus, aber kann bei uns einen Unterschied machen, wenn wir das Erzlager bauen wollen. Und der Grund, ich werde sehr oft dauernd gefragt, warum ich 2 Pelz aktiv haben kann. Du kannst sogar 4 Pelz aktiv haben. Da war noch ein Ei. Du musst Halsbänder craften. Für manche Kreaturen gibt es Halsbänder, hier bei den Technologien. Wenn du die hast, hier zum Beispiel ein Daydream-Halsband. Ne? Sogar, genau, 5 Kreaturen. Also du kannst alle aktiv haben, wenn du 4 Daydreams dabei hast. Du brauchst nur ein einziges Halsband und dann fliegen die alle um dich rum und du siehst gar nichts mehr vom Spiel. Nervt ein bisschen. Und für sie hier haben wir auch ein Halsband und das war, ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo hier unten ist es, auf Level 22. Das Dazzy-Halsband. Ja, ne? Ermöglicht es Dazzy, wenn sie das Team durchgehen, draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Das funktioniert super. Ja, ja, ja. Aber die machen dann gefühlt nicht mehr ganz so viel Damage. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe das Gefühl, die machen weniger Damage. Die sind nicht mehr vollwertig dabei. Jetzt muss ich kurz gucken, wo das Ei war. Da ist ein Liftmunk. Das ist Pan. Wo habt ihr das Ei gesehen? Lamiball, da ist ein Liftmunk. Das da unten ist kein Ei. Am Stein. Da? Am Fuß des Felsens andere... Ach so, ihr meint das, was ich eben holen wollte. Ihr meint das, was ich eben holen wollte. Auf der anderen Seite meint ihr. Ach so. Ich wollte doch nur ganz kurz eben das blaue Ding hier holen. Was ist denn mit euch? An dem Felsen neben dem Wegpunkt.
Das ist der Felsen neben dem Weg. Ihr meint das da? Ihr meint das da? Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Ich, ja, ach Mensch. Es ist ein Ei, ihr habt schon recht. Ja, es ist ein Ei. Aber es ist halt ein fucking Hühnerei. Es ist einfach nur. Da können wir ein Spiegelei draus machen. Aber, ich bin ehrlich, vielleicht könnten wir es in den Inkubator legen. Wir müssen mal gucken, ob da was rauskommt. Wäre interessant. Vielleicht kommt ein Chickpea dabei raus. Chickpea! Chickpea! So. Aber es ist ein Ei. Ja, es ist ein Ei. Ja, da habt ihr schon recht. Bin ich froh, dass es kein allzu großer Umweg war. Boah, stell dir mal vor, du gehst dann 3 Kilometer zurück so. Du hast ein Ei vergessen, du hast ein Ei übersehen. Und dann, ach, oh, fuck, ja, scheiße. Dann stehst du einfach vor dem fucking Ei. Ach, schön. Ach, ja. Gut, wir machen mal weiter, ja? Wir nehmen mal das andere Ei mit. So, let's go. Wo ist denn? Da. Hops. Und dann einmal rüber. Und dann einmal runter. Zum Lager will ich diesmal nicht. Ich weiß, die halten wieder was gefangen, aber hier lohnt es den Aufwand gefühlt nicht unbedingt. So ein gewöhnliches Jumbo-Ei. Kennst du ja. Ah, die kämpfen gerade wieder. Die kämpfen immer. Hier sind wieder Direwolves und so. Ja, ja, ja. Ich weiß, der ist ein Dire Howl. Ich nenne ihn mal Direwolf. So. Okay. Die Schlösser in der Base dauern immer extra lange, damit man entdeckt wird. Das sind diesmal viel weniger. Okay, wir gehen mal rein. Letztes Mal waren dann sau viele Leute. Hä? Absteigen? Warum kann ich nicht absteigen? Jetzt, okay. So, weißt du was? Möchte ich gerne mal ausprobieren. Nee, fangen können wir die nicht. Wir haben nicht die richtigen Dinger dabei. Shit. Okay, ich hab's doch versucht, als der gerade gestunt war. So, mal gucken, was der Vogel macht. Ich will's mal ausprobieren. Not bad. Okay. Das mit dem Stun läuft gut. Oh, der hat Spaß mit dem Alpakas. Naja, soll er mal machen. Der ist down. So. Wir nehmen alles mit. So, und dann... Ach, guck mal. Ach, guck mal. Wer sitzt wieder im Bondage-Keller? Wer ist das wohl? Wer ist da wieder im Bondage-Keller? Hm? Na gut. So, raus mit dir. Okay. Na gut. Die Melpakas wollten wir auch mitnehmen, ne? Ach so, der ist schon out of order. Der ist quasi, okay, der läuft rein, explodiert und dann muss man ihn nach Hause bringen und healen. Okay, ja gut. Gut zu wissen. Mist. Wir sind vielleicht schon ein bisschen over. Wir sind vielleicht schon ein bisschen over manchmal. Ja. Gut, dass wir noch Tutorials spielen, dann werden wir zu Hause nicht so oft angegriffen. Aber sagt's nicht weiter. So. Okay. Das Blaue da gerade braucht mir nicht. Das ist okay. Oh, hallo. Bin ich gerade auf Eiersuche? Hey, das ist noch Wilderer, sehr gut. Aber ich glaube, es sind nur normale, ne? Ohne Base. Ja. Langweilig.
Ich hätte die einsammeln können im Grunde genommen. Oh, was denn das? So. Nach dem Tutorial kommt der Part, wo wir einfach durchs Spiel schnetzeln. Weil wir einfach schon alles im Tutorial gemacht haben. So, was, ob da oben was drauf ist? Auf dem Ding bestimmt, ne? Ich habe das Gefühl, ich grinde gerade, also ich sammle gerade Specials irgendwie. Eier und diese komischen grünen Statuetten. Boah, hier wäre auch ein super cooles Lager. Hier wäre ein Place für ein geiles Lager. Wäre eigentlich cool. Junge, Junge, Junge. Das da oben sieht aus wie ein geschlossenes Dungeon. Als wird da so eine Dungeon-Tür sein, die geschlossen ist. Boah, nice. Nee, ich will ja kein Lager machen. Ich will mir das Lager aufbewahren, damit wir Erze sammeln können oder von unterwegs. Ne, wenn ich jetzt von zu Hause was brauche, mein Inventar ist voll oder irgendwas, kann ich jetzt ein Lager irgendwo bauen. Also hier zum Beispiel. Kann von da aus nach Hause schnell reisen, alles ablegen, neue Pfeile holen, alles reparieren und dann wieder hierher zurückreisen. Dafür ist das zweite Lager perfekt. Deswegen baue ich kein zweites Lager. Wir brauchen es ja auch noch nicht. Wir haben hier ein Main-Lager, das ziemlich strong ist. Und wir haben noch ein bisschen Platz, da wo wir sind. So, warte. Kurz Karte aufmachen und Spot merken. Warte, mach ich gleich. Lass mich kurz nach oben fliegen. Wir sind dann ja trotzdem noch im selben Spot. Oh, hey, Direwolves. Und da oben ist ein Ei. Wir sind gerade hier, bei diesem Ding hier. Da sieht man sogar ein bisschen da, wo das Lager hin könnte. Hier oben. Wenn du ein Flugtier hast, hast du die Erze quasi ziemlich in der Nähe. Das ist auch ganz geil. Und vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass sich da irgendwer angreifen wird. Das ist halt geil. Da würde ich kein Monster angreifen. Ich meine, wir sollen nicht da hinkommen. Vielleicht Flugdinger oder so. Eigentlich geil. Müssen wir mal testen. So, saftig grünes Ei. Was ist das für ein Kasten da hinten? Zwei Kästen sogar. Ist das alte Hochhäuser? Guck mal, da hinten ist eine Stadt. Standen da mal Hochhäuser? Ich meine, wir haben ja so alte Bauten quasi, die zerfallen sind und so. Da ist noch ein Bossmob. Okay. Der Felsen hier müsste inklusive sein, wenn man sein Lager unten aufmacht. Dann müsste das hier eigentlich auch gelten. Also im Grunde genommen hast du dann zweistöckig. Theoretisch. Gut, hier sind ein paar Direwolves, aber ist egal, die kann man wegräumen. Cool. Ich würde gern mal gucken, was ist. Boah, Alter. Hier oben ist halt fett einfach. Junge, ist das geil. Guck mal, da hinten sind auch Häuser im Fels. Da hinten. Das sieht schon ein bisschen so aus, ne? Ich glaube, hier wäre der geilste Spot für eine Base, hier unten. Das ist der geilste Spot für eine Base. Und hier oben noch schön Aussichtsturm oder so. Voll geil. Okay. Ich würde gerne mal gucken. Ist das zu weit weg? Ich würde gerne mal gucken, was da hinten ist. Vielleicht mit ein paar Umwegen. Was ist da hinten, wenn ich jetzt in die Richtung drehe? Wissen wir nicht. Sieht aus wie ein anderer Boss. Aber wir könnten es erforschen. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich merke mir das auch mal. Den hier mache ich mal hin. So, okay. Ich glaube, ich möchte darüber. Wenn ich darüber fliege, vergesse ich das wieder, ne? Ich kenne mich. Da waren wir ja schon, aber eigentlich müsste es gehen. Das sind hier fliegende. Das ist eine fliegende Insel, wie es aussieht. Das ist ganz gut. Das heißt, da können wir kurz mal rüber. Unter uns ist nichts, oder? Können wir da kurz rüber? Das ist die Frage. Ich schau mal, ob wir da hinkommen. Mit unserer Ausdauer. Der große Baum ist gerade nicht erreichbar wegen der Alpha-Wand. Okay. Vielleicht wird das noch ausgebaut. Wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja gerade Version 01.2. Da waren wir drauf, ne? Auf dem Ding, oder? Oder sieht das nur gleich aus? Ich glaube, da waren wir drauf.
Ich glaube, wir sind hier rumgelaufen. Noch ohne Flieger. Wollten wir mal kurz was gucken, weil ich gerade Chat gelesen habe. Ist aber auch egal. Jo, es ist genau hier. Wir waren genau hier. Wir waren auch schon da oben. Alles klar, da war, glaube ich, eine Truhe einfach. Mit Pinöpels drin. Okay, warte. So. Wir sollten was essen. Oh. Weißt du, scheiß drauf, das muss ja auch weg. Junge, Junge, der Vogel ballert weg. So. Okay. Dann. Darüber, ne? Shit, von hier unten sehe ich es nicht mehr. Ach, guck mal da. Das nehmen wir mit. So. Der muss sich ja auch tragen, was soll das denn heißen? Ich bin sehr schlank. Ich wiege kaum was. Ich bin ein Blättlein im Wind. Da oben ist 100 Pro auch was drauf. Ja, ich bin dumm. Ich wollte darüber. Ja. Entschuldigung. Falsche Richtung. Mal wieder, aber ich wollte das grüne Ding mitnehmen. So. Okay. Die Lama. Oh Mann, ich will die Lama fangen. Die Lamas fangen. Was ist das da unten? Sag mal, hier ist ja überall irgendwas. Da ist noch eine Truhe. Da ist auch noch eine Truhe. Ja, leck mich doch. Da sind Wilderer. Ist mir aber egal. Eine Megasphäre. Okay, warte. Ja, ich wollte die Häuser unbedingt sehen, aber ich, ja, wir hätten es alle. Wir hätten es alle nicht anders erwartet. Ist mal ganz ehrlich. Das war doch klar. Scheiße, was ist das? Verlassene Minen. Aber ist das ein Dungeon oder ist das, Tag 18. Uns fehlen noch zig Seiten. Kann ich die anmachen? Nee. Was ist das? Zwielichtige Händler. Ach, gucke. Noch einer. Sehr gut. Wow, was? Was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Hä? Warum? Was genau verkauft ihr denn hier? Und wie funktionieren diese Dinger? Ich will es nicht wissen. Was? Ich habe so einige Pelze im Angebot. Hehlerware, verbotene Arten. Sieh dich ruhig um. Ja, das machen wir. Was hat er denn dabei? Catris. Die sieht irgendwie cool aus. Feuerschuss, okay. Aber die brauchen wir auch nicht wirklich. Was ist denn das hier? Wulipoop. Ah, Pop, Pop. Wulipop. Zuckerbäcker. Okay, Schlammschuss, Luftkanone, freier Slot. Flyer-Slot. Felbert hatten wir schon gesehen. Und Gelclaw haben wir schon. Was? Robin Quill? Adlerauge, Powershoss, Windschneider, Angsthaser. Angsthase, okay. Wulipoop. Okay. Markieren wir uns mal den Typen auf der Karte. Ich weiß gar nicht, wo ich mir den genau markieren soll. Hier irgendwo? Ich gehe mal lieber zum Eingang, ne? Ist, glaube ich, besser. Wir brauchen ihn gerade nicht, aber ich markiere den mal.